So, willkommen zum nächsten Dungeon. Diesmal ist es aus 1. So, ich habe hier ein Palladium-Appellett halt vom Level Up, da ich jetzt 188 bin. Ich ziehe auch einen Happy Birthday Ring an. Es geht das Ganze ein bisschen schneller. Ansonsten habe ich, glaube ich, nichts neu bekommen. Das Kostüm ist unnötig. Talisman. Gut. So, die Diskussion über mein Element Enhance. So, es gibt mehrere. Was ist denn hier los? Ein unsichtbares AOS 1, okay. Gut. Über das Element wegen diesem Penetration Limit. Ich habe jetzt einige Theorien getestet, auch die ihr reingeschrieben habt. Und ich werde euch das gleich hier zeigen, dass es immer noch der Fall ist, falls ihr das andere Video nicht gesehen habt. Und zwar habe ich halt das Problem. Okay, die Quest-Items sind alle unsichtbar jetzt. Okay. Machen wir mal Arena an. So. Also das Problem, was ich habe, was ich halt im letzten Video erwähnt habe, das zeige ich ja mal kurz hier. Ist zwar der komplette Full Damage, wenn ich das machen will, und das funktioniert halt nicht. So, jetzt habe ich komplett fatal raufgedrungen. 4300, ich mache Element an und es bleibt dabei. Es verändert sich nicht der Damage, obwohl ich jetzt 100%, also 100, das Doppelte an Penetration mehr habe. So, die andere Theorie, was jetzt morgen gekommen ist, ist, Penetration hat so eine Auswirkung, dass es die Defense umgeht, es aber nicht funktioniert, aber nicht zusammen funktioniert mit Art of Curse, und diese Theorie stimmt. Ich habe das hier in AOS 1 getestet, es ist bei jedem Boss dasselbe hier, mit Art of Curse und alles. Ich hoffe, ihr kriegt das gerade mit, eigentlich sollte es ja ein Guide sein hier. Wo ich alles geklickt habe. Und ohne Art of Curse funktioniert mein Element Enhance ohne Probleme. Aber mit Art of Curse funktioniert es nicht. So, jetzt muss ich ein bisschen, ja. Das versaut mir eigentlich die ganze Zeit mein Gameplay sozusagen, weil ich komplett anders gespielt habe. Immer Art of Curse mit Element Enhance, vor allem wegen Full Damage, aber da das nicht funktioniert, bringt mir das Ganze jetzt hier gar nichts. Deswegen mache ich das jetzt mal ein bisschen anders. Art of Curse kriege ich jetzt nicht ready. Obwohl, ist ja auch egal. Ich mache einfach mal bei M aus. Das ist jetzt völlig egal. Eine Mehl. Na. So, das Wichtigste ist hier, einmal halt klicken und achten, dass ihr später 4 von diesen Token habt. 3 Stück sind es bis jetzt. Und den 4. kriegen wir gleich. So, jetzt testen wir es einmal hier. Also wenn ich hier jetzt Art of Curse anmachen würde, würde dasselbe wieder passieren mit dem Element Enhance. Und wenn ich jetzt das ohne Art of Curse mache, werdet ihr gleich sehen, dass es funktioniert. Also irgendein Problem hat dieser Short Buff mit Art of Curse, dass das nicht wirklich funktioniert. So, wie ihr seht, Portale sind drauf. Wo sind meine Penetration? Dort. Ich mache jetzt Element an. Und es sind 7k Damage mehr. Also hier funktioniert es, wenn ich keine Art of Curse drauf mache. Das heißt, ich muss den Element Enhance und Art of Curse immer getrennt zünden. Ansonsten bringt das halt nichts. Das ist halt das Problem. So. Gut. Nur das zur Erklärung. So, einmal das Ei hier hinten. Ach, BM mache ich einfach mal aus. Dann einmal hier hinten. Den Ast holen. Den Ast anzünden. Den Ast ans Ei legen und das Ei verschwindet. So. Nachdem ihr alle 4 Tokens dann habt, könnt ihr einfach jede Statue müsst ihr einmal anklicken. Token 1, Token 2, Token 3 und Token 4. Auch bei dem Boss mache ich jetzt einfach mal Out of Curse an, ist ja egal. Ah, ich bin noch am überlegen, wie ich das am besten mache mit Art of Curse und Element. Weil Element zünde ich eigentlich immer gerne am Anfang der Battle Mode, damit ich ihn zweimal benutzen kann. Also beim Extend nochmal benutzen kann.
Hard of Curse hält halt 20 Sekunden. Ja, muss ich noch ein bisschen rumtricksen. Mal gucken. Aber es ist unterschiedlich je nach Bossen. In den ADX Dungeon habe ich das Problem nicht. Obwohl, was heißt nicht? Nicht so ganz so krass. Der Damage ist halt nicht so ganz so krass, wenn ich Element dort anmache, als wenn ich ihn ohne Art of Curse mache. Das ist ganz komisch. Also wie gesagt, am besten Art of Curse und Element Enhance. Wenn man zu viel Penetration hat, auf jeden Fall getrennt zünden. So, das ist einmal für die Nebenquest. Die mache ich jetzt schon mal. Damit wir ein Peridios Bracelet kriegen. Obwohl, ich brauche glaube ich noch welche. Ich müsste hier glaube ich noch öfters rein. Ich habe doch noch... Ein Sienna Piece habe ich. Nee, doch, da oben ist auch noch eins. Zwei. Warum sind die auseinander? Achso, das eine ist Account, das andere Char. Also sechs Bracelets muss ich eigentlich nochmal farmen. Weil diese Piece of Bracelets, die kaufe ich mir nicht. Das finde ich, es ist nicht wert. So, sorry jetzt für den Guide. Ich hoffe, ihr habt das alles so mitgekriegt. Ihr müsst eigentlich nur darauf achten, was ich hier klicke. So, nochmal den Tempel hier nochmal. Oder Altar. Und dann geht das halt weiter. Zu viel. Ah, zweimal klicken. Normalerweise sollt ihr 10 und 10 Mobs killen, aber das könnt ihr überspringen, indem ihr nochmal klickt. Keine Ahnung, ob es ein Bug von der Quest ist. Aber das müsst ihr nicht machen. Sind fast 10k mehr, ne? Na gut. Ohne Synergies mitgerechnet. So. Dann einmal die Statue hier. Und dann kommen wir eigentlich schon zum Ende der Dungeon. Peridios. Komm, machen wir bei dir Full Damage aber mal extenden. Ah, Adolf Kurs wird leider nicht ready. Aber das Paladin-Appellett, das merkt man gewaltig. Was heißt gewaltig? Aber man merkt es schon zwischen den EOF 8. Also es macht ungefähr an die 500 Damage Unterschied. Also 500 bis 1000. Schon eine Menge. Oh, 60k, sauber. Oh Gott, jetzt macht... Ah, okay, dachte ich schon. So, das war's eigentlich von der Dungeon. Gedroppt ist nichts. Ich hoffe jetzt nur auf ein Predeos Bracelet. Und zwar, ja, ich mache das immer so, das könnt ihr eigentlich auch machen. Macht eigentlich jeder so. Man beendet die Dungeon ab hier. Geht nicht raus aus der Dungeon, sonst verpasst ihr die Zusatzkiste. Fährt eigentlich den ganzen Weg nochmal zurück. Dort noch nicht. Hier, einmal hier rein. Und kein Bridius. Naja, egal. Gut, nächste wird dann AS2 sein. Na gut, ich denke mal, ich mache nachher noch die 5 Ones fertig, damit ich die blöde Entry weg habe. Gut, ich verabschiede mich von hier aus und dann sehen wir uns zu den nächsten Dungeon aus 2. Also bis dahin, ciao!